Willkommen zu einem weiteren Video, aber ich habe heute mal etwas Wichtiges anzusprechen. Und zwar kennen ihr ja alle den guten Tobi und denen geht es in letzter Zeit nicht so gut. Und darum hat er mich auch gebeten, dieses Video für euch zu machen. Der Tobi hat nämlich in letzter Zeit extrem viel Stress. Und er kommt mit dem Video aufnehmen, Video schneiden nicht mehr hinterher. Er hat einfach in letzter Zeit ziemlich viel um die Ohren und er weiß gar nicht mehr, wie er das regeln soll. Deshalb nehme ich auch, wie gesagt, dieses Video hier für euch auf. Als kleine Erklärung, was in letzter Zeit so los ist. Der Tobi hat in letzter Zeit so extrem viel Lust, YouTube-Videos zu machen. Allerdings fehlt halt ihm, wie gesagt, die Zeit dahinter. Er hat sogar so viel Lust in letzter Zeit, dass er am liebsten jeden Tag ein Video machen würde. Aber wie gesagt, lässt es die Zeit leider bei ihm nicht zu. Und was auch jeder weiß, der Tag hat leider nur 24 Stunden. Und Tobi würde am liebsten gern 27, 28 Stunden an seinen Videos sitzen. Bloß, es ist halt leider nicht möglich. Ich kann euch ja mal sagen, so wie Tobis Tag ungefähr aussieht. Tobi steht meistens schon um 3 bis 4 Uhr morgens auf, aus dem Grund, weil er zur Arbeit muss. Und es ist halt einfach extrem früh für ihn. Und dann ist er meistens den ganzen Tag in der Arbeit, bis teilweise 4 Uhr. Und wenn Tobi heimkommt, dann trinkt er erstmal den Kaffee. Und dann geht er instant in sein Zimmer, um Videos aufzunehmen oder zu schneiden. Und da bleibt er meistens bis spät in die Nacht. Meistens geht er erst um 11 bis 12 Uhr schlafen. Oder wenn es mal ganz spät wird, auch um 12:30. Und wie schon davor gesagt, muss er ja fast jeden Tag um 3 bis 4 Uhr morgens aufstehen. Heißt, er hat täglich fast nur 3 bis 4 Stunden Schlaf. Und ich glaube, das ist für jeden verständlich, wenn man bloß 3 bis 4 Stunden Schlaf hat und das fast jeden Tag, dass das irgendwann nicht mehr gut ausgeht. Und YouTube ist natürlich nicht nur das Einzige, was Tobi nebenbei macht, sondern er geht auch noch meistens auf Fotoshootings, Videodrehs oder hilft zum Beispiel am MC Empire Server mit. Und dass da noch kaum Zeit bleibt für andere Sachen, sollte dann auch verständlich sein. Der Tobi hat auch den extremen Ehrgeiz, dass er jeden zweiten Tag ein Video bringen möchte und das auch macht. Und meistens endet es einfach im Extremstress. Tobi würde sich ja am liebsten auch den ganzen Tag Zeit nehmen für seine Community. Was halt auch leider wegen dem Zeitdruck nicht möglich ist. Und meistens kann er dann auch immer nur ein paar Leuten auf Twitter oder Instagram antworten. Was er halt extrem schade findet. Naja, ich habe euch jetzt den Großteil erzählt, was bei Tobi so vorgeht. Und ich glaube, den Rest, den kann euch der gute Tobi sagen. Und dann sage ich euch schon mal Tschüss. Und viel Spaß noch mit dem Tobi. Und zwar Leute, so wie es gerade der kleine Tyra schon angesprochen hat, bin ich in der letzten Zeit wirklich extrem unter Stress. Ich weiß gar nicht, wo ich den ganzen Stress hinpacken soll, weil so wie es Tyra gerade schon erklärt hat, ich stehe teilweise um 3 bis 4 Uhr morgens schon auf, um in die Arbeit zu gehen. Dann komme ich um 3 bis 4 Uhr erst nach Hause immer. Und dann gehe ich halt nochmal, wie gesagt, eigentlich instant an meinen PC, um Videos zu schneiden, aufzunehmen, etc. Und meistens habe ich dann so viel Stress, dass ich am Abend nicht mal mehr Abendessen gehe. Und deshalb wollte ich einfach jetzt mal dieses Video hier machen, dass ihr mal über die aktuelle Situation Bescheid wisst. Und ich wollte euch mit dem Video sagen, dass ich halt jetzt mal ein bisschen zurückschalten möchte. Und das heißt halt nicht unbedingt jeden zweiten Tag ein Video, sondern halt mal jeden zweiten, dritten Tag ein Video. Vielleicht. Dass ich halt das wieder ein bisschen eingliedert, dass ich halt nicht pur unter Stress bin. Weil das ist auf die Dauer einfach nur noch belastend für mich. Leute, ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Ich habe auch schon mit ein paar Kumpels drüber geredet. Und die meinten halt einfach, es ist aktuell das Beste. Und da ist auch die Frage in den Raum gekommen, wirst du denn mit YouTube aufhören? Und dazu möchte ich sagen, nein. Und was auch schon gerade Tyres gesagt hat, ich habe in letzter Zeit so extrem viel Spaß, was ich mache auf YouTube, dass ich am liebsten jeden Tag ein Video bringen möchte. Aber der Tag hat leider nur 24 Stunden, leider nicht mehr. Und deshalb geht halt auch leider nicht mehr. Das war jetzt eigentlich das Video, war ein bisschen ein etwas anderes Video. Wie gesagt, ich wollte euch einfach jetzt mal die Botschaft mitgeben, dass ihr Bescheid wisst. Und ich werde nicht mit YouTube aufhören, sondern ich werde halt ein bisschen zurückschalten mit den Videos, dass halt nicht mehr so regelmäßig welche kommen. Das heißt aber nicht, dass ich es nicht versuchen werde, jeden zweiten Tag ein Video zu machen. So wie es halt meine Zeit zulässt, so werde ich Videos machen. Und nicht anders. Naja Leute, tut mir auf jeden Fall extrem leid. Ich hoffe ansonsten, dieses kleine Video hat euch gefallen. Und auch danke an den kleinen Teilreis, der am Anfang des Videos gesprochen hat. Immer wieder gern, Tobi. Mein kleiner Reisi. Naja, ansonsten gibt es nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei einem normalen Video. Minecraft oder Vlog, mal schauen. Und ansonsten, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ringgeschirr. Ciao.